Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Ja, letztes Mal haben wir unser Agriculture Ministerium gebaut. Landwirtschaftsministerium, ja. Jetzt, ich hoffe, wir kriegen dieses Engineers Office dieses Mal noch fertig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das hier für alles greift. Also, ob das hier für Global greift, sozusagen, oder ob es nur... Okay, Passionbuch nehmen wir immer mit. Könnten eigentlich die Passionbücher, die wir übrig haben, wenn hier nicht schon überall drin sind. Ne, hier sind noch keine drin. Aber mal hier reinpacken, warum nicht? Wildcard kann man auch immer mitnehmen. Okay, um die Stadt müssen wir uns, glaube ich, echt kein... Ich warte mal, ich kann mal im Auto-Trade gucken. Wir investieren jede Menge Geld im Brot gerade noch, ne? Ja, wir können auch Clay auf jeden Fall nochmal wegtraden. Und Kaffee mache ich mal runter. Das soll ich auch noch auf 100 kommen. More Tools. Okay, wo brauchen wir mehr Tools? Hier sicher nicht. Es wäre schön, wenn dann eine Stadt dabei stehen würde, echt. Da eigentlich auch nicht. Also da kann es nur oben sein. Wie viele Tools habe ich hier? Null. Iron Tools? 1.100. Okay. Soll das vielleicht mal auf 500 einfach erhöhen? Medizin. Obwohl, nee. Ich lasse mal Medizin nur aus Sicherheitsdingern. Kohle. Eigentlich brauchen wir die nicht hier importieren. Denn wir haben hier theoretisch eine Kohlemine, die wir... Oh, nice. Nice. Tech Tree. Cotton Mill. Card Combiner. Building slot cuts into a better one. Ja, sollten wir vielleicht auch mal machen. Obwohl, ganz ehrlich, eigentlich möchte ich im Upgrades-Tier das letzte Studio auch noch freischalten und dann gucken, was es macht. So, jetzt wollte ich eigentlich hier die Provinz claimen hier einfach mal. Warum nicht? Wir haben genug Influence. Dice Seeds. Yay. So, und dann können wir hier hoffentlich eine Kohlemine bauen. Damit haben wir dann keine Kohleprobleme mehr. Auch wenn es ziemlich weit weg ist von allem. House to Fire, das war mir schon klar. Und jetzt brauche ich noch einen Lagerplatz dafür. Quick Build, Quick Build, Quick Build. Immigrants brauche ich eigentlich nicht. Das Einzige, was ich hier bräuchte, wäre Dings. Irgendwie eine
Essensressource, aber I guess das ist eine Ressource. Da ist nicht wirklich viel drin. Need more storage space, ja. Habe ich gehört. Storage full ist jetzt hier auch der Fall. Okay, wir sollten neben den Auto-Trades einfach noch Sachen wegtraden. Wir haben 9000 Concrete. Das ist ein bisschen viel. Wie viel Cannabis mache ich denn? 10.000. Vielleicht soll ich nur 5.000 machen. Bei Essen mache ich die 10.000. Tulpen 5.000. Holz. Da lasse ich die 10.000. Ja, okay. Shit happens. Essensreduktionstechnisch und sowas sieht hier eigentlich ganz gut aus. Holz. Es ist alles okay. Da ist auch kein Lagerüberfluss oder sowas. Das ist die Lagerüberquellen. Im Vergleich zu hier natürlich. Ich könnte hier natürlich noch einen Furniture Workshop irgendwo bauen. Oben so. Hier so. Aber wollen tue ich das gerade nicht. Gut, mehr Essen könnte ich bauen. Brauche ich aber gerade eigentlich hier nicht. Okay, bevor wir die Architekten freischalten, ja. Ingenieure, ja, wir bräuchten ganz dringend Engineers Office. Oh, das würde so schön alles nebeneinander passen. Aber es sieht alles gleich aus, oder? Es sieht halt alles gleich aus. Ja, okay, es sieht halt alles gleich aus, leider. Aber hey, warum nicht zwei gleiche Thumbnails machen? Gar kein Problem. Ja, ich mach mal kurz einen Screenshot so. Ja, genau. Fischstahl haben wir gerade. 2700 Stahl. Jetzt nicht mehr. wir können natürlich alles auf Stahl, also auf Elektrizität umstellen jetzt gerade. Will ich aber eigentlich nicht. Autosave. Ja, Upgrades wären vielleicht eine gute Option, ein paar Ressourcen wenigstens loszuwerden. Sicherlich nicht dauerhafte Lösung. Ich weiß nicht, wie da Gold reinkommt, Alter. Keine Ahnung.
Das bringt ein bisschen Lagerplatz wenigstens. Weil wir haben echt ein Lagerproblem gerade. Oh, die können wir auch noch upgraden. Können wir die Dings ja auch noch upgraden? Ja, können wir. Wodka-Destillerien. Und hauen gerade mal den Concrete raus, so gut wir es können. Passionbücher sind halt immer nice. Immer mitnehmen eigentlich. Oh Gott, wir haben hier so gar keinen Platz mehr. Und ich glaube, wir kriegen die Architekten dieses Mal auch noch hin. Architekten, hier Landwirtschaft und sowas, alles da. Komm, das machen wir noch fertig, die Folge, auf jeden Fall. Kriegen wir auch noch gut hin, glaube ich. Hätten noch 4 Research Labs, aber... Da kann ich ja nur noch Elektrizität machen, ne? Ja. Das will ich halt nicht. Und ich glaube, ich habe keine Upgrades mehr, die ich hier machen kann. Außer ich elektrifiziere alles. Das will ich eigentlich nicht machen. Wobei es halt eine Option wäre, mehr Essen zu kriegen, ne? Drei Kilowatt. Oh, nice, 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 nice. Upgrade Studio, Tank, Battleship. Oh, wir können das ja gerade nicht mehr machen. Oh, cool. Gut, dann machen wir wohl Card Combiner. Housing Appeal. Dann machen wir hier hin, ne? Architect Road, I guess. Ich würde halt echt ganz gern irgendwas anderes noch. Ich könnte halt. Ein cooles Haus upgraded. Oh mein Gott, es hat 400 Tulpen hier drin. Die kommen von hier oben, Alter. Ja, wir brauchen definitiv viel mehr Lagerplatz. Halt, das alles andere brauche ich halt echt nicht. Auch keine Research Labs mehr. Like, okay, die. Ich könnte denen noch mehr Stühle bauen, ne? Damit die Tierhäuser nochmal upgraden. Na, was? Was willst du? Google. Mein Handy gerade so. Dazu musst du erst dein Gerät entsperren. Let's go, Handy, let's go. Wollt nichts von dir, Google, aber okay.
Alles klar. Weiß ich Bescheid. So, wie viele Lagerhäuser kriege ich hier hin? Nicht so viele. Eins. Ein einziges. Der Weg nicht. Oh, das ist so nervig. Wirklich nur ein einziges Lagerhaus hin. Okay, dann mache ich das so. Zieh die Straße durch. Quick bilde das direkt mal. Mach da halt noch Storage Yards hin. Muss halt. Ich brauche nicht Haus, Storage Yard. Hier mache ich den Weg wieder weg. Dass ich mehr Storage hinkriege. Ich soll by the way Game Speed vielleicht runtersetzen, aber schon okay. Wildcard und Kohle. Ne, ich will eigentlich keine Kohle. Power mehr. Ich will Ölpower und zwar hier unten. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich. Storage full. Mache ich dann nur noch Essen. Disallow all. Mach dann nur Luxusgüter. Vielleicht muss ich auch meine Storage einfach mal managen. Oh Gott, die nächste Runde ist schon wieder rum. Und schon wieder ist das Storage voll. Oh Gott. Ich kann noch einen Fischer bauen. Kann ich. Sogar einigermaßen effizienter Fischer. Okay, disallow all und dann mache ich jetzt nur Fisch rein. Okay, und dann kann ich nicht irgendwie Set Delivery Target auch mal hier mal hinmachen? Das sollte ich vielleicht viel öfter nutzen. Weil da, wo es nicht gesettet ist, laufen die halt irgendwo rein, ne? Jo. Dann kann ich hier vielleicht noch irgendwo ein Warehouse hinklatschen. Die Warehouse ist auch mittlerweile übertrieben, einfach über die Map gesampt. Gut, ich würde sagen, nächste Folge schauen wir nochmal. Wir haben so viele, die, by the way, einfach an Alter sterben, das ist nicht so gut. Ob wir vielleicht nochmal Öl, mehr Strom, ja. Und dann die Fische upgraden. Für mehr Essen. Wir brauchen nicht mehr Essen. Ich glaube nicht, dass wir mehr Essen brauchen. Und vielleicht warten wir einfach mal ab. Like, wir müssen auf jeden Fall ganz viele Sachen verkaufen, weil ja, ich glaube, wir sollten mehr von denen hier machen. Trading Companies. Gut, Upgrades können wir immer noch nicht das hier machen. Dann machen wir Tech Tree. Card Combiner. Ja, dann packe ich. Soll ich den hier hinpacken? Hier habe ich hier noch Platz. Irgendwo. Andersrum vielleicht. Nee. Nur so.
so als. Gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.